voll verdreht. Das Quiz steht auch dir in die Birne. Mach mit und gewinn 200 Stutz. Logik, Unlogik, Analogien, Kultfragen, Doppelfragen. Das Quiz mit Biss. Simon, wie fühlst du dich heute? Ja, ich komme gerade vom Ausgang heim, aber es ist tipptopp. Wir haben in diesem Fall gerade anfangen mit der ersten Frage. Ah ja. Frage 1 kommt aus dem Bereich Allgemeinwissen. Also, wie heisst die amerikanische Außenministerin? Condoleezza Rice. Falsch, das ist die Alte. Liebe Sohn, ich begrüße dich herzlich bei der Quizshow voll verdreht. Was machst du da? Ja, die Frage hätte ich auch gerne beantwortet. Okay, wenn du gerne Fragen beantwortest, dann fangen wir an mit Frage 1. Preview. Wie macht man eine Omelette? Mit Eier. Und was noch? Mehl. Milch? Schnittlauch, wenn es gerne ist. Wer ist du Bill Gates? Microsoft-Chef. Kommen wir zu der Frage 3. Sing mir alle meine Entle. Alle meine Entle, schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfe in das Wasser, Schwänze in den Höhe. So, jetzt wird es schon langsam spannend. Jetzt kommen wir zu der Frage 4. Nenn mir ein Synonym von Synonym. Antonym. Don't try this at home. Lieber Tim, ich begrüße dich hier herzlich bei unserer Quizshow. Wie geht's dir heute? Völlig entspannt und locker. Bist du bereit für unsere Fragen? Absolut. Also, dann fangen wir an mit der Frage 1. Was zählen Schafe, wenn sie einschlafen wollen? Menschen über einen Gartenhagen kumpen. Super Antwort. Wie heisst der längste Fluss auf der Welt? Der Nil. Sing mir bitte die erste Strophe von Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Gib sie wieder her, sonst muss ich den Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sonst muss ich den Jäger holen mit dem Schießgewehr. Was muss man machen, wenn man von lauter Sehschwäche den Optiker nicht findet? Man läutet ihm an, dass er ihn abholt mit so einer Art Escort-Service. Boah, that sure sounds good! Jetzt kommt eine Frage in unserem Bereich Analogien. Preview. Was hat eine Ameise und der Tisch gemeinsam? Sie sind beide bei. Geniale Antwort. Jetzt kommt ein Palindrom. Du musst mir sagen, Preview. Was Radar rückwärts heisst. Radar. Genial. Like a hungry duckling looking to rack. Warum streut man im Winter Salz? Preview. Damit die Strassen nicht so eisig sind und die alten Leute sich nicht alles brechen. Toll, wenn du das machst. Yeah, boy! Falls ein Wort falsch im Duden steht, werden wir das je erfahren? Vielleicht wird uns Angela Merkel informieren. Also, ja. Yeah. Oh, yeah, sounds good. Jetzt kommt eine Frage von der Mathematik. Was gibt Preview. 16 mal 9? Die folgende Frage ist eine Kombinationsfrage und zählt nur ein Punkt. Weiss zählt als Farbe und du musst jetzt sehr schnell antworten, sonst hast du verloren. Also, welche Farbe ist weiss? Keine. Oh.
Weiß zählt als Farbe. Weiß ist keine Farbe. Weiß zählt als Farbe, hat er gesagt. Bei dieser Frage. Hat er gesagt, welche Farbe zählt als Weiß? Trust us, we invented electricity. Preview. So ist gut. So, so. Lieber Roman, ich begrüße dich herzlich in unserer Quizshow voll verdreht. So, wie fühlst du dich heute? Huren aufgeregt, also ich habe richtig Angst. Bist du nervös? Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Dann fangen wir doch gerade an mit der Frage 1, oder? Tipptopp, leg los. Also, wieso hat der Tarzan kein Bart? Ja, das ist wahrscheinlich so, weil er noch zu jung ist. God bless you. Ist ein voller USB-Stick schwerer als ein leerer? Definitiv. Nein, oder? Ja, schwer was? Schwer zu encoden, ja. So, jetzt wird es spannend. Ganz spannend. Wieso gibt es Whiskas Rind, Whiskas Poulet, Whiskas Fisch, aber kein Whiskas Maus? Das ist ganz einfach. Weil ein Maus fliegt davon. Oh, genial! Wie viele Hörner hat das Nilpferd? Zwei. Oh snap, you didn't know? Abflug. Preview. Was kommt jetzt? Lieber Michi, ich begrüße dich herzlich zu unserer Quizshow voll verdreht. Was machst du da? Häng da umeinander. Willst du sonst noch etwas über dich erzählen? Mag ich nicht, nein. Willst du im Fall gerade anfangen mit... Gerade anfangen. Gut. Frage 1. Wie viel Liter Milch trinkt eine Kuh pro Tag? Kein. Sure, no problem. Wie viele Punkte hat der 2-Punkt Maria Käfer? 2. Yeah! Was ist gesünder? 4 Dreikornbrötchen oder 3 Vierkornbrötchen? Ja, bei beides gleich. God bless you. Wie viele Bäume sind im Wald? Preview. Ich würde sagen, mehr als 5. Yo! Ja. Yeah. Ganz knapp. No, they not game! It's Ping Pong! Aus was besteht Holz? Aus Naturfaser. Wo endet der Regenbogen? Beim Schatz. Beim Schatz. Wie heisst die Hauptstadt von Algerien? Preview. Algier. Also Michi, wir sind jetzt bei Frage 9. Warum ist das Wort Abkürzung so ein langes Wort? Hat eins von unten. Gute Antwort, ja. Ui, jetzt sind wir bei der Frage 10. Wenn die richtig beantwortest, gewinnst du 200 Franken. Was geht 8 mal 1 Achtel? 1. Richtig! Uhuhu. 200 Franken für dich! Meld auch du dich an und komm zum Saalbau Rheinpark in Basel.